Hi Leid, hier kommt der VA, wie halte ich meine Messer scharf? Dazu nehme ich mal dieses geschrubbte Ganzo. Das ist ziemlich kaputt. Die Klinge ist schon gebrochen und verschandelt. Jetzt zeige ich euch, wie man das scharf hält. Als erstes macht man mal einen Stecker an Leid. So, und schon ist das Messer wieder scharf. Oder wie ich es normalerweise mache. Ich benutze einfach so einen Keramikwetzstahl. Der ist hier rauer wie hier. Dann ziehe ich das paar Mal hier übers Leder. Und dann ist es wieder gut. Oder? Ich habe auch noch das System hier. Neuerer Dings. So ein Lenski-Teil. Schraubt man einfach hier die Klinge so fest. Schmiert hier so einen Tropfen Öl drauf. Und macht. Ja, man kann das auch noch ein bisschen halten, dann geht es besser. So in der Theorie. Das nächste System, was ich noch besitze, sind die Wasserstähle. Der ist jetzt nicht nass, weil ich wollte es hier nur mal demonstrieren. Da gibt es sogar noch so eine Halterung dafür. Falls man den Winkel nicht halten kann. Und wenn eben das dann zu stark wird, schraubt man hier auf. Dreht man den Stell, schraubt es wieder fest. Und fahrt es halt hier lang. So halt ich mein Messer scharf. Das war's. Ciao.